liebe Gäste, liebe Gästinnen, herzlich willkommen am Brandenburger großen zentralen Kundgebung zum Weltwassertag. Zur Einstimmung wird für Sie jetzt das Ensemble Autopsia spielen. Danach werden für uns sprechen Matthias Ladstetter, Bundesfachgruppenleiter Verdi Wasser, Christa Hecht von der Allianz öffentlicher Wasserwirtschaft, Dorothea Herlin für ATTAC, den Berliner Wassertisch, und schließlich Kostas Papanastasio, Schauspieler, Sänger und Poet, der zu Griechenland stellen nehmen wird. Bisschen lauter. Am offenen Mikrofon nach den vier Haupträdern haben wir noch sehr viele Gäste zu melden. Da wäre Eva Christoph von den Frauen für den Frieden, Susanne Jacobi von Kampakt, die die Unterschriftenaktion am Verlag koordiniert, Anna Bugan von Gegenströme, aktiv gegen den Staudamm Belo Monte, jetzt Wappenrode vom Berliner Energietisch, der gerade das Bürgerbegehren Energie in dieser Stadt koordiniert. Laura Valentin-Bütche wird von uns zur Gemeinde im Bürgerrat sprechen. Rebecca Sommer vom globalen Netzwerk Indigenous People wird über den Staudamm auf Brasilien berichten. Und schließlich noch von der jüngeren Fraktion Sabrina Schulz, Koordinatorin der Forschungsgruppe ETIDUR. So, ja? Autopsia! Wer machst dann nicht geholfen, wenn wir immer bloß dran stehen? So wie Roboter bei denen sich bloß die Schrauben im Rücken drehen. Wenn wir keinen Finger krümmen und uns fügen im System. Uns in ein Lebensempfo pressen und kein Zwicken mehr bewegen mehr. Ja, geholfen wird denen, die Schraubenzieher drehen. Doch im Rückspiegel ich seh, dass da wieder Menschen stehen. Ja, die im Akkuschrauber zum Drehen nehmen. Und trotzdem das System nicht verstehen. Ja, geholfen wird denen, die den Schraubenzieher drehen. Vom Rückspiegel nicht sehen, dass da wieder Menschen stehen. Ja, die im Akku sauber zu drehen nehmen. Und trotzdem das System nicht verstehen. Aber woher sollen wir denn die ständige Kraft nehmen? Und so im Regen stehen. Ja, ich fühle mich resigniert, dass alles über mich ergeht. Doch am Ende hilft es doch nur dem, den Schraubenzieher drehen. Doch im Rückspiegel nicht sehen, dass da wieder Menschen stehen. Ja, die im Akkuschrauber zum Drehen nehmen und trotzdem das System nicht verstehen. Ja, am Ende hilft es dem, den Schraubenzieher drehen. Doch im Rückspiegel nicht sehen, dass da wieder Menschen stehen. Ja, die im Akkuschrauber zum Drehen nehmen und trotzdem das System nicht verstehen. Noch immer im Raum stehen. Ja, was können wir dagegen oder eigentlich unternehmen? Ja, reicht es wirklich aus, nur den Schraubenzieher zu stehen und den Akkuschrauber müssen, das Wasser abzudrehen. Vielleicht sollten wir lieber den Akkuschrauber stehen, damit die Schrauben des Systems locker drehen. Mir ist doch alles gar nicht von jetzt auf sofort gehen. Und für den Anfang können wir den ja auch erstmal den falschen Schraubenzieher. Ja, wenn wir da noch einen riesigen Magneten nehmen, kann uns das System mal von hinten lassen. Wahnsinn!
wird Wasser gehört, nicht privatisiert. Mit Wasser sollte kein Konzern Gewinne erzielen, um seine Aktionäre zu finanzieren. Wenn das nicht versteht, hört ihr unser Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das versteht, hört ihr unser Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das versteht, hört ihr unser Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Es ist die Zeit, dass ihr das kapiert. Wasser gehört, nicht privatisiert. Mit Wasser sollte kein Konzern Gewinne erzielen, um seine Aktionäre zu finanzieren. Ja, wirst ihr das versteht, hört ihr unseren Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das nicht versteht, hört ihr unseren Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das nicht versteht, hört ihr unseren Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das nicht versteht, hört ihr unseren Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das nicht versteht, hört ihr unseren Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das nicht versteht, hört ihr unseren Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das nicht versteht, hört ihr unseren Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Wirst ihr das nicht versteht, hört ihr unseren Protest. Wasser ist keine Ware, sondern Menschenrecht.